Hallo und herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt Regensburg. Mein Name ist Dagmar Genzicke. Ich studiere an der jetzt nicht mehr IUBH, sondern IU, gerade Psychologie. In meinen Fächern gerade gibt es auch überhaupt keine Videos, nur ein Skript, weil mir es hilft, dass ich ein paar Videos drehe, mir die auch zwischendurch anhöre, manchmal auch Podcasts spreche. Habe ich mir überlegt, das, was ich selber gelernt habe, das, was ich selber aufgezeichnet habe, euch einfach zur Verfügung zu stellen. Und das Thema, was wir heute bearbeiten, wir sind noch immer in der allgemeinen Psychologie, in der Wahrnehmung, aber jetzt schon im Endspurt. Wir haben schon alles Allgemeine gelernt, die Schwellen, visuelle Wahrnehmung, die sehr groß ist, die akustische Wahrnehmung, die schon etwas kleiner ist, weil da nicht so viele Forschungen zu gibt. Die Psychologen konzentrieren sich dort nicht so drauf. Und heute ist ein Thema mit den Nahsinnen, auf die eigentlich die Psychologie sich kaum konzentriert. Die Nahsinne heute ist einmal alles, was mit der Haut zu tun hat, also die taktile Wahrnehmung. Dann haben wir alles, was mit dem Riechen zu tun hat, die olfaktorische Wahrnehmung und dann auch das, was mit dem Schmecken zu tun hat, die gustatorische Wahrnehmung. Das ist heute unser Thema. Für mich sehr spannend, auch wenn es ein bisschen vernachlässigt wird. Und beginnen tun wir mit der taktilen Wahrnehmung. Das heißt, die ganze Wahrnehmung, die über unsere Haut ist, das heißt, wenn wir uns berühren, was passiert dort eigentlich? Wenn diese Merkel-Zellen und die Meissner-Zellen diese Berührung eigentlich gerade wahrnehmen, wie funktioniert das? Das ist, wenn wir die Nase rümpfen und die Haut sich dort zusammenzieht oder dehnt oder dickes Gesicht machen. Also das alles spüren wir ja. Und das nimmt die Haut dann auch wahr, wenn man, ich weiß nicht, ob ihr das früher noch könnt, hier Brennnessel machen, wo man die so entgegengesetzt gedreht hat. Also das alles wird ja an das Gehirn weitergegeben. Mal stärker, mal weniger stark. An manchen Stellen spüren wir es weniger. An manchen Stellen, gerade an den Fingern, spüren wir sehr stark, haben viele Sinneszellen. Und deswegen machen wir als allererstes mal einfach uns die Haut anschauen und zu schauen, was ist dort eigentlich. Die ganzen Rezeptoren, die so in der Oberfläche der Haut sitzen, nennt man Mechanorezeptoren. Das sind unsere Sinneszellen und die sitzen in der oberen Hautschicht. Und die reagieren auf alles, was so Verformungen sind in der Haut. Also selbst das Drüberstreichen ist ja eine Verformung. Und ganz unterschiedliche Rezeptoren haben halt unterschiedliche Aufgaben. Und geben dann das, was sie spüren, geben sie dann ans Gehirn weiter. Und von allen Rezeptoren wird das dann im Gehirn verarbeitet und dann gibt es so einen Gesamteindruck, was gerade so um den Körper herum passiert. Fangen wir einfach mal an mit dem Meissner Körperchen. Muss noch mal mein Laserpointer hier, die Meissner Körperchen, die sehr weit oben sitzen. Das heißt, gleich unter der Hautoberfläche. Und die spüren, wie schnell wir zum Beispiel an dieser Stelle eindrücken. Wenn ihr euch vorstellt, die Blinden, die ja die Blindenschrift fühlen, das heißt mit ihren Fingern über diese ganz kleinen Erhöhungen gehen und da wird die Haut ja auch sehr stark eingedrückt und die spüren das. Das heißt, die Meissner Körperchen feuern dort die ganze Zeit über, wenn die dann diese Erhöhungen dort spüren. Müsst ihr euch mal vorstellen, die ganze Zeit halt. Genau. Diese Meissner Körperchen sitzen an bestimmten Stellen vermehrt. Das sind hier die Fingerspitzen der Haut, die Handinnenfläche, aber auch die Fußsohlen zum Beispiel sind auch sehr kitzlig. Die gibt es aber auch an den Augenlidern und an den Genitalien. Also etwas, was sehr stark einfach dann Berührungen weitergibt. Zum Zweiten haben wir dann hier die Merkel-Zellen. Die sind hier unten. Die Merkel-Zellen, die sind ein ganz klein bisschen größer als die Meissner Körperchen. Und die reagieren auch, aber nicht, dass es so eine ganz kurze Berührung ist, sondern wenn es länger die Berührung ist. Und das ist so, die sind auch an der Handinnenfläche, wenn wir zum Beispiel ein Fahrrad halten, dort auch und an den Fußsohlen, da haben wir immer die Schuhe dran. Bei denen ist es aber so, dass die das nicht die ganze Zeit weitergeben.
Wir haben schon mal über sensorische Adaptation geredet. Das heißt, die Reize, die dort sind, die werden schnell adaptiert. Ja, dass wir nicht die ganze Zeit den Druck spüren und diese Informationen weitergeben. Die rezeptiven Felder von diesen beiden Zellen sind auch unterschiedlich. Rezeptive Felder kennt ihr noch von der visuellen Wahrnehmung, also dieses Umfeld mit On-Off-Zellen. Und bei den Meissner-Körperchen sind die rezeptiven Felder kleiner als die bei den Merkel-Zellen. Aber sie haben beide schon, die Felder sind unterschiedlich wie zum Beispiel zum Vater-Pacini-Körperchen, aber die unterscheiden sich noch. Und bei den Merkel-Zellen sind ja die rezeptiven Felder größer und das bedeutet, dass sie nicht so ganz genau etwas wahrnehmen. Und das können wir auch testen. Zum Beispiel nehmt ihr eine Büroklammer, macht die mal auseinander und dann habt ihr hier zwei Enden. Und wenn ihr euch dann mal auf die Haut, macht ihr die Augen zu, könnt auch jemand anders machen lassen, auf die Haut drauf und dann könnt ihr selber sagen, spüre ich jetzt zwei Einstichstellen oder nur eine? Und dann kommt es einfach darauf an, wie groß die rezeptiven Felder sind und wie viele von diesen Zellen halt gerade in diesem Areal sind, weil sie sind nicht überall gleich verteilt. In den Handflächen, das haben wir gerade auch gesehen, die Hände sind mit vielen Rezeptoren, da spürt ihr schneller mal, dass es zwei sind. Aber auf dem Rücken zum Beispiel, da sind diese Felder einfach viel größer und es sind auch nicht ganz so viele Zellen. Da muss man die beiden schon sehr weit auseinanderbiegen, damit ihr wirklich spürt, oh, das sind ja zwei Enden und nicht nur eins. Weil ansonsten, wenn die nah beieinander sind, dann spürt es auch ausschließlich nur eine Zelle, weil ihr Feld einfach zu groß ist. Genau. Was haben wir noch? Wir haben hier, ah ja, die Ruffini-Körperchen. Die finde ich ganz lustig, weil die sind eigentlich dafür da, die Stärke der Hautdehnung zu spüren. Hautdehnung, habe ich ja vorhin gesagt, wenn man hier das mit diesen Brennnesseln früher gemacht hat, aber natürlich auch, wenn wir ausstrecken, wenn wir uns dehnen, das über die gesamte Körperfläche geben sie da dem Gehirn einfach klaren Aufschluss, was spüren wir gerade. Diese Ruffini-Körperchen gibt es nicht nur an der Haut, die gibt es auch an den Gelenken. Und in den Gefäßwänden und an den Bändern, das ist ja wichtig, wie wir dehnen, wenn wir überdehnen, dass wir das einfach auch spüren, dass wir Schmerzen dort spüren. Genau. Was haben wir noch? Ja, die Vata-Pacini-Körperchen haben wir auch. Die sind für die Vibration zuständig. Also, die gibt es nicht nur auf der Haut, sondern auch in der Harnblase und in der Bauchspeicheldrüse. Aber das ist gerade, wenn wir irgendwo drüber fahren und die werden dann erregt, wenn es so kleine leichte Vibrationen gibt und geben das dann weiter. Genau. So, und dann haben wir noch dann ein Part, das sind die freien Nervenenden. Und diese freien Nervenenden haben mehrere Funktionen. Es gibt nämlich davon drei unterschiedliche. Einmal, dass wir Temperatur und Schmerzen spüren und die Temperatur natürlich Wärme und Kälte. Die anderen Merkel-Zellen, Vater Pacini, Meissner und Ruffini sind ausschließlich für den Druck auf der Haut zuständig oder in den Bändern, aber die freien Nervenendigungen, die sagen uns etwas über Temperatur und Schmerzen oder Schaden aus. Temperatur einmal, es gibt es für Wärme und Kälte, aber wir haben mehr Kälterezeptoren als Wärmerezeptoren. Und Schmerzrezeptoren sind über den ganzen Körper verteilt. Und die Temperaturrezeptoren sind jetzt dafür da, um zu sagen, wie warm ist es in uns, wie warm ist es draußen. Und die reagieren jetzt auf Wärme oder Kälte. Und ganz klar, wenn es draußen wärmer ist, muss unsere Haut spüren, um dann unseren Stoffwechsel anzupassen, damit wir halt konstant 37 Grad innen drin haben. Das heißt, da müssen wir die Schweißproduktion verändern, der Stoffwechsel muss sich verändern und das alles machen die Informationen geben diese Temperaturenden bei den freien Nervenenden weiter. Genau. Ganz klar, es gibt auch dort Stellen, die besonders dicht sind. Ich weiß nicht, vor 1 oder 2 Jahren gab es in Amerika so einen Winter, der so ganz, ganz kalt war. Und dort haben sie von Erfrierungen
gesprochen gerade an Nase und Kinn. Und dort sind diese Rezeptoren halt auch wirklich am stärksten. Also hier Kinn, Nase, hier an den Ohren, hier Ohrmuscheln, aber auch Ohrläppchen an den Lippen. Da ist es einfach sehr stark. Genau. Hab schon gesagt, Kälte mehr als Wärme. Okay. Dann haben wir natürlich noch bei den Nervenenden die Schmerzrezeptoren. Genau. Dann habe ich euch auch gleich mal die Weiterverarbeitung von Schmerz mitgebracht, um das zu wissen. Die Schmerzrezeptoren gibt es auch auf der ganzen Hautoberfläche. Wenn irgendwo ein Schaden droht, wir haben uns verbrannt, da kommen auch gleich die Temperaturrezeptoren auch noch zur Geltung, dann wird dieser Schaden weitergeleitet. Es kann auch eine Verletzung sein, aber auch die Schmerzrezeptoren, wenn wir uns überdehnt haben. Wir haben mechanische Reize, wir haben thermische Reize, wir haben chemische Reize, die werden weitergeleitet ans Gehirn. Und wo werden sie jetzt hingeleitet? Also sie kommen erstmal nicht, wie beim Auge und beim Ohr oder Zunge oder Nase, nur von einem Organ, sondern sie kommen von dem ganzen Körper, also über Kopf, über Füße, Bauch, überall her und sammeln sich. Und die meisten, alles was unter Kopf ist, sammelt sich hinten im Rückenmark. Das seht ihr hier an der Seite. Da gibt es Bahnen und die sammeln sich natürlich in der Wirbelsäule hinten im Rückenmark, wo es halt gerade ankommt. Und werden weitergeleitet über das Stammhirn, dann zum Mittelhirn und dann zum Thalamus. Auch die Schmerzrezeptoren finden sich im Thalamus und werden dort verarbeitet und dann weitergeleitet. Und dazu gibt es hier oben ein Areal, die Inselrinde, und die ist prädestiniert dafür, um Schmerzreize zu verarbeiten. Hier oben. Genau. Aber Schmerzreize sind halt nicht nur einfach in der Inselrinde. Also es geht auch noch weiter. Wir haben viel im limbischen System, weil wir auch Emotionen dazu haben. Also das seht ihr hier auch im grünen Bereich, das limbische System, was wahnsinnig wichtig ist. Hippocampus, limbisches System. Gibt es ja noch extra Skripte dafür. Also, wir haben viele, sehr viele Rezeptoren in unserer Haut, die dafür da sind, viele Informationen an unser Gehirn weiterzuleiten, und zwar nicht nur einzeln, sondern groß als Masse. Das heißt, eigentlich spielen alle Rezeptoren immer eine Rolle, wenn wir etwas berühren, gerade immer Meissner und Merkel sehr, sehr viel, und dann kommt es darauf an, wenn wir auch noch Haut gedehnt haben, wenn wir stark irgendwo drauf drücken, dehnen wir auch Haut, auch die Informationen gehen weiter. Wenn es eine kalte oder warme Hand ist, meine Hand ist gerade schön kalt gerade, auch diese Informationen, das heißt alle Sinneszellen, die ganzen Mechanorezeptoren sammeln ihre Informationen, geben sie dem Gehirn weiter, und dann ist so ein Gesamteindruck, der gebildet wird, und dann fühlen wir das und merken, was wir eigentlich dort haben. Und klar ist auch, es ist genau wie bei allen anderen Sinneszellen auch so, unsere eigene Welt, also das, was wir spüren, haben wir viele Erfahrungen, die setzen wir mit unserem Gedächtnis zusammen. Also es ist immer auch sehr individuell, wie wir es spüren. Das sehen wir bei den Schmerzreizen. Jeder spürt Schmerz anders. Jeder hat zu dem Schmerz, den er spürt, eine Erfahrung. Und diese Erfahrung gekoppelt mit den Emotionen sagt dann, wie intensiv es für denjenigen ist. Schmerz ist nichts, was objektiv zu sehen ist, sondern immer subjektiv. Das heißt, bei Schmerzen, auch in der Psychologie, ganz viel Fragen, wie wird das erlebt, was sind für Erfahrungen dahinter, weil diese werden dann ja meistens in der Psychotherapie dann auch behandelt. Und zwar die Erfahrungen, die dort hinter sitzen, weil die sind gekoppelt mit diesem Schmerz. Wir sehen es bei der Geburt oft, dass selbst wenn stärkste Schmerzen sind, aber die Erfahrung, ein Kind ist dann auf der Welt, diesen Schmerz ganz anders bewertet, als wenn ich jetzt einen Unfall hatte, weil das danach ja nichts Schönes ist. Also viel hat unser Gehirn auch damit zu tun und unsere Erfahrungen auch. Und das werdet ihr viel stärker noch kennenlernen dann bei der Allgemeinpsychologie, aber im Gedächtnis, um zu wissen, wie es richtig funktioniert. Da dieses Themengebiet doch sehr vernachlässigt wird, was schade ist für mich, weil Schmerzen und Psychologie gehört eigentlich sehr, sehr wichtig für mich, aber es gibt, glaube ich, dann auch noch ein extra Kapitel dazu, verlassen wir die taktilen Wahrnehmungen und gehen weiter
Zum Schmecken, ja, zum Schmecken, weil Schmecken ist das Klasse. Wir essen und wir fühlen uns wohl. Und wenn wir uns vorstellen, noch vor 1000 Jahren, wenn, als es wenig gab, als der Weizen noch nicht richtig kultiviert war, wie eingeschränkt das Essen dort war und wie vielseitig es heute ist, auch durch die vielen Gewürze und was wir alles schmecken. Und das ist doch hervorragend. Das ist einfach ein super Zusammenspiel von Zunge und Nase, das kann ich euch gleich sagen. Also Schmecken hat und das Aroma hat immer etwas mit der Nase zu tun, aber wir wenden uns jetzt erstmal klar der Zunge zu. Oder auch nicht? Also, es geht um die Zunge. Ihr seht hier die Zunge und in der Zunge sitzen ganz viele unterschiedliche Geschmacksknospen. Die sind unterschiedlich verteilt. Ganz hinten im Hintergrund der Zunge, das seht ihr hier, sind die Walpapillen. An der Seite haben wir die Blätterpapillen und vorne die Pilzpapillen. Wenn wir essen, werden alle Papillen erregt. Aber die Papillen unterschiedlich stark auf bestimmte Stoffe. Zum Beispiel die Walpapillen, die reagieren jetzt zum Beispiel stärker auf Bitterstoffe. Das heißt, wir schmecken dort, wenn sie dort erregt werden, die Bitterstoffe stärker. Und die Pilzpapillen, die ganz vorne sind, die hier, die reagieren stärker auf salzig. Aber es reagieren alle. Es gibt nicht nur diese Region, die wir mal früher in der Schule gelernt haben. Das gibt es nicht mehr. Es reagieren erstmal alle. Und dann einige Papillen einfach stärker und geben diese Informationen dann weiter. Informationen werden weitergegeben, chemischer Art, also diese Moleküle, das wird umgewandelt, chemisch und dann wird es zum Gehirn weitergeleitet. Und was schmecken wir? Wir schmecken süß und sauer, bitter und salzig und Umami. Umami ist ja das Letzte, was dazugekommen ist, ist ein Eiweißmolekül. Und es ist schon der Hammer, wenn wir uns vorstellen, dass wir diese fünf Geschmacksrichtungen haben. Aber wenn wir essen mit vielen Gewürzen, indisch essen oder auch afrikanisch und diese Explosion haben an verschiedenen Gewürzen, wie stark das ist und die Zunge doch eigentlich sehr, sehr wenig weitergeben kann. Wie gibt denn jetzt überhaupt die Zunge weiter? Wir haben hier im Bild mal alle wieder aufgelistet, dass ihr euch das vorstellen könnt. Wir haben hier unsere Zunge, die gibt an den Hirnstamm und dann weiter zum Thalamus und dann zum Geschmackszentrum. Sehr kurzer Weg und dort wird es dann verarbeitet. Und ihr wisst, wir schmecken nicht nur mit der Zunge, sondern wir haben eine Synästhesie, also eine Verkoppelung von Duft und auch Geschmackssinn. Und deswegen haben wir so ein gutes Aroma. Also Aroma bedeutet diese Koppelung von Geruchs- und Geschmackssinn. Und deswegen geht es gleich zur Nase. Weil in der Nase haben wir wahnsinnig viele Duftrezeptoren und wenn wir das Essen im Mund haben, dann ist es ja so, dass es auch durch die Verbindung von Nase und Mund dort die Luft, die wir mit eingeatmet haben, während wir gegessen, während wir abbeißen, die Luft, die dort drin ist, die kommt hoch in die Nase und ist dort dann natürlich gleich auch für die Duftrezeptoren zuständig. Und so haben wir erstmal ein riesiges Geschmackserlebnis. Genau, wir haben 350 verschiedene Duftrezeptoren in unserer Nasenschleimhaut drinne und damit können wir über 10.000 verschiedene Düfte riechen. Weitergeleitet wird dieses über Proteine, die angeregt werden und dann geht es zum Nerv weiter. Beim Duft ist es einfach so. Es ist so wahnsinnig, was wir einfach damit beeinflussen können. Es gibt jetzt neue Flaschen, die haben doch so einen Aufsatz drauf, wo Duft rauskommt, wenn wir Wasser trinken. Und das ist genau das, das ist genau diese Koppelung von Riechen und Schmecken. Das heißt, in diesem Pad, was oben drin ist, gibt es zum Beispiel Waldfrucht, Limone, ich weiß nicht, Maracuja, ganz viele Dinge. Und das riechen wir, während wir mit dem Mund dort dran sitzen und das Wasser trinken. Und diese Information des Geruches wird über unsere Nase hier oben an den Duftzellen halt weitergeleitet zum Gehirn.
Und auf dem nächsten Bild seht ihr einfach, dass nochmal, dass das Riechzentrum ganz nah auch beim Geschmackszentrum ist. Und das Riechzentrum ist das einzige, was nicht über den Thalamus muss, sondern ist ganz klar, ganz direkt verbunden mit unserem Gehirn, mit dem Riechzentrum. Und dann wird dieser Geruch wahrgenommen und verarbeitet. Und das riecht jetzt nach Limette. Und wenn etwas nach Limette riecht, dann muss es ja auch nach Limette schmecken. Das ist jetzt unsere Erfahrung. Das heißt auch hier wieder Koppelung. Nicht nur, dass wir etwas ganz klar mit den Sinneszellen wahrnehmen. Nein, sie werden transformiert mit unserem Bewusstsein. Und auf einmal schmecken wir auch das Wasser in Limette. Also unsere Vorstellung hat wahnsinnig gute Kraft. Das kann man mit der Zunge gut messen, wenn ihr die Augen schließt und euch vorstellt, wie ihr gerade eine Zitrone durchschneidet, wie ihr daran riecht, wie ihr sie fühlt und wie ihr sie dann auch abbeißt. Dann werdet ihr, obwohl ihr es euch nur vorstellt, diese Erfahrung, die dort in eurem Kopf drin ist, wird es möglich machen, dass ihr das Ganze schmeckt und riecht. Immens da, wieder ganz klar, das hat man wieder bei der visuellen Wahrnehmung, immer schön aufpassen, was ist denn eigentlich das, was mein Kopf mir bringt oder was ist die Realität? Also da ganz klar, kurz, Moment der Aufmerksamkeit. Aber das könnt ihr mal versuchen, macht sich klasse, mache ich ganz oft auch im Unterricht. Das zu spüren, da heißt, da machen wir dann unser Gedächtnis und unsere Erfahrung einfach mal freien Lauf lassen und können das regenerieren, dass wir in dem Moment es wirklich spüren und schmecken. Genau. Leider gibt es zu diesen drei Wahrnehmungen sehr wenig Studien und auch wenig, was wir wirklich machen. Das gibt es mehr so bei Köchen, neue Geschmackserlebnisse. Da habe ich eine Studie gesehen, das war jetzt auch, das machen meistens dann auch Köche oder auch diese Wissenschaftler. Und zwar haben sie Probanden gehabt und haben ihnen Wein gegeben. Und einmal gab es einen Weißwein, den sollten sie dann mit verbundenen Augen geschmacklich austesten. Und dann gibt es ja bei denen Sommeliers, die können ja alles austesten. Das ist dann fruchtig und schmeckt nach dem und jenes. Und dann haben sie ihnen einen Rotwein hingestellt. Sollten die wieder testen und schreiben, was es war. Und zu diesem Rotwein hatten sie ganz andere Begriffe. Zum Schluss ist aber herausgekommen, dieser Rotwein war nur ein Weißwein mit Farbe. Also auch da seht ihr, was die Erfahrungen einfach mit uns machen. Wir haben das gleiche Produkt und trotzdem ordnen wir allein, weil wir die Farbe sehen, diesem Wein ganz andere Eigenschaften zu. Vollmundig und was weiß ich. Ich kenne mich damit nicht aus, ist nicht mein Fachgebiet. Aber ihr seht, wir können uns doch selber schon ganz schnell austricksen, wie etwas zu schmecken hat. Das macht die Werbung ja auch schon, dass sie uns vorher suggeriert, wie wir schmecken. Ja, das war's. Wir sind jetzt durch die Wahrnehmung durch. Ich hoffe, ihr habt auch genauso viel Spaß gehabt wie ich, um alles ein bisschen besser kennenzulernen. Ich kann euch sagen, ich habe meine Prüfung jetzt geschrieben. Ich hoffe, ich habe sie bestanden. Ich kann es noch nicht sagen. Es geht nächst weiter. Schauen wir mal, was ich für euch noch alles schaffe, auch zu drehen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Studium. Lernt viel, nehmt viel auf. Diese Welt ist so spannend, das alles nochmal zu wissen und zu lernen. Ich wünsche euch alles Gute. Bye, bye. Eure Sandra.